Am 7. Dezember lud die Sparkasse Muldental zur Übergabe des PS-Lotterie-Zweckertrages unter den großen Tannenbaum in die Hauptstelle Grimma ein. Insgesamt 13 Sportvereine, 4 Kindereinrichtungen und 2 Schulen konnten sich über eine Unterstützung ihrer Vorhaben aus dem Zweckertrag der Lotterie freuen. Die Freude bei den Vertretern über die finanzielle Hilfe passend zur Weihnachtszeit war groß. Rund 28.000 Euro übergaben die Mitarbeiter der Sparkasse an diesem Abend. Die Gelder nutzten fast alle für die Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie notwendige Technik für den Vereinsalltag. Der FC Bad Lausick zum Beispiel möchte sich einen Vereinsbus anschaffen und die Schwimmabteilung des SV 1919 investiert ihr Geld in eine neue große Trainingsuhr. Unter den geförderten Kindereinrichtungen ist auch die Grundschule Grimma West. Also wir freuen uns riesig, dass wir dieses Geld, diesen Betrag von der Sparkasse im Wert von, also eine Summe von 1.650 Euro erhalten haben für unsere multifunktionale Matschstrecke. Und zwar für die Kinder in der Hortanlage, die dann dort spielen können. Es ist für uns auf jeden Fall und auch für das gesamte Hort-Team eine Erleichterung und auch eine Abwechslung, die wir den Kindern bieten können und stellt ansonsten auch eine Bereicherung für die Kinder dar. Silke Neumann liegt dieser Art der Förderung sehr am Herzen. Alle Vereine sowie Schulen und Kitas leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Zum einen sind wir ja ein bisschen verbunden mit der Region, ne, Sparkasse. Und uns ist es eben wichtig, dass wir sagen, die Kinder- und Jugendarbeit unterstützt werden. Und dass wir sagen, wir haben eben Möglichkeiten, gerade aus dem Zweckertrag, so was wir heute übergeben haben. Und dass wir sagen, okay, wir sind eben, oder sind dazu nicht verpflichtet, sondern fühlen uns verpflichtet, die Kinder- und Jugendarbeit und auch die Vereine zu unterstützen. Dank der fleißigen Teilnehmer an der PS-Lotterie werden diese Spenden Jahr für Jahr möglich. Sie sparen, gewinnen selbst und unterstützen zusätzlich mit den Loskäufen diesen Zweckertrag. Möglich machen es und da Dank an unsere Kunden, die fleißig, ne, für sich oder für ihre Enkelkinder oder für ihre Kinder, ist manchmal ganz unterschiedlich ausgelegt, PS-Lose kaufen. Und je mehr Bestand die Sparkasse Muldental an PS-Losen hat, umso mehr können wir natürlich an die Vereine, Kindergärten, Schulen, kommt immer darauf an, wie wir es auslegen, zur Verfügung stellen. Und daher fordern wir mal auf, beziehungsweise animieren unsere Kunden, sparen sie, gewinnen sie und unterstützen sie es noch für einen guten Zweck mit. Die Einreichung der Projekte für 2018 kann noch bis zum 28. Februar 2018 bei der Sparkasse erfolgen. Bewerben können sich wieder Sport-, Heimat- und Kulturvereine sowie Kitas und Schulen mit Projekten, die nicht vor Juni 2018 beginnen. Für die Kinder hatte die Sparkasse auch noch eine kleine Überraschung parat. Der Weihnachtsmann brachte für alle Plüschtiere und Süßigkeiten mit.